Jesko, erzähl mal, wie ist es denn, ein Snap-on-Franchisee zu sein? Ja, hi André. Das ist eine gute Frage. Es ist ein mega interessanter Job, weil wir so viele verschiedene Werkzeuge haben, wo du dich immer wieder reinarbeiten musst. Der eine möchte ein Akkugerät haben, der andere eine Wuchtmaschine, der andere ein Diagnosegerät. Jeder Tag ist anders, jeder Kunde hat eine andere Frage. Also wirklich mega spannend. Ja, was mich interessiert ist, wie du dazu gekommen bist, mit Snap-on zu arbeiten. Ja, André, ich war so wie du jetzt Profi-Rennfahrer bist, war ich früher Motorrad-Rennfahrer und habe jemanden kennengelernt durch den Job, der Snap-on in Berlin macht. Und ich war eher auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Du kannst ja auch bestimmt sehr gut erklären, dadurch, dass du im Motorsport warst, was der Unterschied ist und warum Snap-on so gut ist. Ja, das ist nicht so leicht schnell zu beantworten. Also Snap-on ist halt schon ein großer Unterschied im Vergleich zu den anderen Werkzeugen. Es fängt beim Material an. Aber für mich ist eigentlich der größte Unterschied, wenn ich Kunde wäre, ist eigentlich der Service vor Ort und auch, dass man das Produkt in die Hand nehmen kann und auch sehen kann, dass ich die Dimension des Werkzeuges sehen kann, dass ich es ausprobieren kann, dass ich nicht die Katze im Sack kaufe. Ja, und wie schaut denn so ein Tag aus? Also fährst dann raus mit einem LKW und besuchst verschiedene. Genau. Also ich habe halt 9 LKW, 12 Tonnen voll mit Werkzeug und habe halt quasi immer meine Kundenliste am Tag, die ich abarbeite. Habe im Schnitt so zwischen 5 und 11 Kunden am Tag, die ich besuche. Habe dann immer quasi eine Liste dabei, was die Jungs haben wollen, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Dass Snap-on für den Kunde das Beste ist, ist mir jetzt klar. Aber wie ist es für dich als Snap-on-Franchise-Nehmer, mit denen zu arbeiten? Ja, es ist natürlich ein Riesenkonzern. Wir sind der größte, Snap-on ist der größte Franchise-Geber, was im Non-Food-Bereich ist, was nicht mit Essen zu tun hat. Und was ich daran so toll finde, ist, du musst das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Du bekommst die Flyer gestellt, du bekommst die Promotion-Pakete gestellt. Es ist einfach vieles organisiert, was mit Reparaturen, mit Garantieaufträgen, mit. Wenn was nicht funktioniert, dann merkst du immer, wie gut das ist, dass du sagst, du hast hinten drin noch einen guten, quasi eine gute Familie, die dich da quasi auch mit supportet. Okay, Jesko, wenn ich jetzt irgendwann mal aufhöre mit dem Motorsport und denselben Job machen will wie du, was muss ich machen? Ja, am besten ist, du gehst erstmal auf snapon.de und da gibt es auch so ein, unter Rubrik Franchising, gibt es erstmal ein paar generelle Informationen. Und dann würde ich sagen, fährst einfach mal einen Tag bei mir mit und guckst dir an, wie die Kunden auf mich reagieren, auf das Werkzeug reagieren. Ja, dass Snap-on die besten Werkzeuge haben, wusste ich ja schon, aber heute habe ich jetzt ein coolen Einblick bekommen, was das so bedeutet, ein Snap-on-Franchisee zu sein. Und coole Sache, cooler Job, und vielleicht fahre ich mal so einen Truck.